Dinge, die eine Erzieherin niemals sagen würde, aber bestimmt schon mal gedacht hat. Was? Ihr Kind ist jetzt schon seit 6 Wochen bei uns und sein Verhalten hat sich noch nicht geändert? Vielleicht sollten wir dann doch nicht mehr Pulp Fiction gucken zum Frühstück. Nein, tut mir leid. Die Farbe kann man nicht mehr abwischen. Wir benutzen ganz spezielle Schminke, damit ihr Kind für immer aussieht wie eine Katze. Aber natürlich habe ich noch Zeit, um mich mit Ihnen über Ihr Kind zu unterhalten. Jetzt, wo Sie 50 Minuten zu spät gekommen sind. Ah, da schau her. Sie haben schon einmal als Babysitterin gearbeitet. Wow. Ich bin ganz Ohr für Ihre Verbesserungsvorschläge. Aber natürlich ist es kein Problem für mich, Ihr Kind den ganzen Tag wach zu halten, damit es abends besser einschläft. Übermüdete Kinder sind ja so viel einfacher, süßer und braver. Ich finde es total toll, dass Ihr Kind schon Englisch kann. Als nächstes üben wir dann die Jacke zumachen. Oh nein, Ihr Kind hatte die ganze Nacht Durchfall und musste sich übergeben? Kein Problem, natürlich kann es hier bleiben. Wie? Was mache ich hauptberuflich? Nein, wir trinken nicht nur Kaffee und klatschen in die Hände. Wir essen auch Kekse. Sie möchten Ihr Kind schon 15 Minuten vor den Öffnungszeiten abgeben? Was halten Sie denn von 30 Minuten? Und jedes Mal, wenn ein Pilot streikt, weil er mehr Geld haben möchte, muss irgendwo eine Erzieherin mit Atemnot durch Lachanfall ins Krankenhaus gebracht werden.